Ja, hat Glück gebracht. Hey Jungs, jetzt mal eine Frage, so nur von der Rennleitung her, weil, guck mal, ich hatte einen, den musste ich überrunden. Ich habe ihn auch überrundet, aber er hatte komplett frische Reifen. Und er hat mich alles wieder gezogen und der musste mich ja dann immer wieder vorbeilassen, aber der hat mich dann halt irgendwann nicht mehr, habe ich auch verstanden, weil er war schneller als ich. Bestimmt kriegt er dafür dann eine Strafe? Ja, habe ich. Oder so. Ja. Hast du? Habe ich bekommen. So. Tut mir voll leid, aber ich konnte nichts machen. Kein Problem. Komplett behindert, weißt du, ich sehe, er ist viel schneller als ich, aber der kriegt als die blaue Flagge. Da hättest du nochmal weiter auf die Bremse drücken müssen, damit er Vorsprung hat. Ja, gut, aber er war ja eine Runde vor mir, trotz allem. Ja, er war ja auf jeden Fall weiß ich eins, das nächste Mal, wenn Safety Car kommt, ich fahre direkt in die Box. Wäre ich direkt in die Box, hätte ich meinen dritten Platz niemals verloren. Kann sein. Niemals. Platz wegen Safety Car verloren, sonst wäre ich aber auch da geblieben. Nur eine kurze Frage, mit wem ist denn dieser Norbert zusammengekracht? Ich hab's nur gesehen. Ja, mit Ketilot, wie der heißt, oder? Nein, mit der erste Schaden, der erste Schaden ist doch der Norbert mit einem zusammengekracht, ja? Ja, der Norbert, der hat sich gedreht. Einfach Norbert. Der ist... Ja. Heißt der nicht Noppen oder so? Benno. Noppen, ja. Benno oder Noppen. Ja, klar. Aber Norbert ist okay. Aber der ist mit mir auch gekracht. Am Start. Ja, der ist am Start gekracht. Am Start ist er gekracht. Ja. Der ist gekracht einfach. Das kracht komplett. Ja, ich hasse Safety Car auch. Ich verfluche es jedes Mal, weil ich verkalkuliere mich oder fick mich selber. Jedes Verkackt. Mal. Am besten Bot fahren lassen. Mich hat's auch krass gewundert, dass ihr beiden nicht an die Box seid während Safety Car. Aber dann habe ich mir gedacht, als ihr so schnell aufgeholt habt, na gut, doch wieder alles richtig gemacht. Aber wir fahren zu schnell einfach, wir haben es beide verpeilt. Und deswegen, mir hätte wirklich eine halbe Runde gefehlt, weil deine Reifen waren safe tot. Meine Reifen waren tot und ich hatte die ganze Zeit einen Flügelschaden, aber ich wollte nicht nochmal an die Box gehen, um nicht 1000 Sekunden Zeit zu verlieren. Eine halbe Runde mehr, beziehungsweise eine Kurve mehr hätte mir noch gereicht. Ja, eine Runde mehr, so hat's mich gehabt. Zeig mal her. Norben, ja. Ich zeig's euch. Schon wieder? Ja. Ich hab's, der geht also immer auf die Schwarzen. Das ist so eine Flo, was willst du denn sehen? Willst du die Highlights sehen oder Wiederholung? Komplett. Gute Rennen. Nein, so eine Scheiße. Aber ich muss sagen, der Norben, der kracht jedes Rennen mit ihr. Also die letzten, jetzt das erste und heute mit jedem irgendwie zusammen. Ja, aber es war, er hatte einen Ausschwenker und hat meinen Flügel dabei mitgenommen. Und so. Traktion verloren. Kirsche, ja. Halt mich hast du auch erwischt, Timothy. Ja, ich weiß, was sollte ich machen. Hat die passiert jetzt? Timothy! Ja, okay. Oh, ich hab echt gedacht, in der letzten Kurve, wo du die 10 Sekunden Strafe bekommen hast, dass ich dran schuld bin, weil ich innen reingestochen habe und du dann ausgewichen bist. Nee, es war wie viel Pech. Das heißt, du hättest mich gar nicht gesehen, das hat mich reingerauscht, ja? Das Feuerwerk hat mir das Rennen gerettet. Oha! Wollen wir darüber reden, dass er Pech hat oder dass er Glück hatte, dass da diese Boxengasse war? Sonst wäre er raus gewesen, vielleicht. Was? Moment. Flo will noch die Highlights sehen. Ja, ich mache auch mal die Highlights an, wer will, kann reinschauen, wer nicht, dann nicht. Was heißt die Highlights? Ich mache komplette Highlights. Glück gehabt, bin ich dann noch weggekommen. Ich hab eigentlich gerade Spiegel. Ciao, ciao. Tschüss. Rein. Habe ich jetzt die Station eigentlich noch gehabt oder wurde sie mir noch abgenommen? Ja, aber wie gut ich weggekommen bin. Oh, schau. Du bist richtig gut gefahren, ne? Jan, GG zum Punkt. GG. Ja, wow. Ja, das ist so. Ist doch, Punkt ist immer gut. Mach's gut. Ey, Jungs, ich mach mich. Etwa? Jo, mach's gut. Ciao. Hallo, ihr Freund. Ich bin im ZP. Gut, Rennen. Alles klar. Kichlott? Ja, wann war das, Martin? Ha? Ja, wann war das mit dir? Am Anfang, die erste Kurve. Anfang, erste Kurve. Du hast mich komplett rausgenommen, mein Heckflügel war am Arsch. Also nicht schwer beschädigt, aber leicht beschädigt, aber es hat schon gereicht. Respekt, dass du durchgefahren bist. Ja, Mann, Respekt. Stark. Warte. Hey. Zunächst ist noch Volley. Das war mein einziger Dreher. So, ich bin hier noch in der Gruppe. Komm in die Gruppe. Nein, ich verlasse sie jetzt. Ich hatte so Angst, als... Ach, das war Safety Car, das ist Chaos. Ich hatte so Angst, als ich in diesem Williams Sandwich war. Vor mir Irfan, hinter mir Timothy. Warum auch so Angst? Weiß nicht. Ah, das war Patrick, der sich gedreht hat. Ich hab mich so oft gedreht, das ist unglaublich. Und da hinten hat sich dann auf einmal Irfan oder Timothy gedreht. Der Flo hängt in der Lobby rum.
Habe ich jetzt die Station behalten oder hat Kirch mir die abgenommen? Noch? Nee, du hast die. Ach, hier Martin! Hier, ich hab's, Martin. Martin hat's auch nicht mehr geschafft. Zeig's mal, warte, ich guck mal, ich muss auch schaffen. Warte, ich muss gucken. Das wird jetzt interessant. Hallo? Ah, hier. Ich hab's nämlich gar nicht mehr in Erinnerung. Bist du drauf? Schöne Zeit, Uwe. Okay, gucken wir mal, Martin. Das müsste ich gleich. Der rote Pfeil da. Oh, shit. Ich hab dich halt... Nächstes Schick ist Ungarn, oder was? Oder nee, was haben wir? Guck mal nach hinten. Kanada. Tolle Highlight. Kanada. Oh, das ist schön. Man hat ich glaube gesehen. Kanada, ja. Guck mal, Martin, ich glaube, ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass du die so weit innen nimmst. Weil... Wahrscheinlich. Ja, weil so weit innen, dachte ich mir so, okay, die nimmt man nicht so weit innen, weiß aber pop. So, sorry, also, Mann. Ich räume jetzt hier mal kurz um. Pop. Damit wir das auch noch mit den... Kanada wird absolut Fiesta. Die Strecke ist so eng. Was du gesagt, Luke? Ich glaube, an genau der gleichen Stelle wie gerade Timothy und Martin sind wir auch nach dem Start. Du bist ganz eng links durchgefahren. Da haben wir uns einmal so seitlich gegeneinander gedotzt, aber ist zum Glück nichts kaputt gegangen, glaube ich, bei beiden. Oh. Luke? Ja. Was war los am Anfang? Jetzt kann ich die Frage mal stellen. Ja, aber nicht beim Start. Doch, du hast mich von der Seite angedotzt, dann musste ich ausweichen, bin Fritte ein bisschen reingedonnert. Ja, oder du warst das. Hab ich gleich mitbekommen. Ja, einer von euch beiden Ferraris hat eine Kurve so eng genommen, mit quasi allen vier Rädern außerhalb der Straße, da kann ich dann auch nichts für. Das klingt nach mir. Nee, das war ich nicht. Ja, ich glaube, das war der vordere von beiden. Ja, das klingt nach mir. Und ich glaube, da war das dann halt so, dann habe ich voll einen mitgekriegt und bin voll nach rechts und ja, keine Ahnung, was dann irgendwie noch da gewesen ist. Das klingt auf jeden Fall nach etwas, was ich am Start tun würde, ja. Bist du aber jetzt wenigstens zufrieden, wie ich weggekommen bin, Luke? Ja, ich hatte mir wieder Sorgen gemacht, aber du bist gut weggekommen, ja. Du bist auch, Alter, du bist richtig gut gefahren, Mann. GG, nicht nur zu Ja, Ende, wirklich GG. Danke. Richtig gut, ey. Das stimmt, du hättest ja fast noch... Ich muss auch schon sagen, das Timo ist hier aber auch krass feig. Ja. Also, du hast doch fast noch, was bist du jetzt geworden, Chris? Sechster, fast noch Fünfter geworden, ne? Nee, Sechster. Ja. Ja, fast noch Fünfter, ich weiß nicht, aber... Ja, du warst auch nicht weit hinter dem Kirti-Leute, glaube ich, am Ende, oder? Wenn ich das gerade richtig... Nochmal. Du warst doch nicht weit hinter dem Kirtilot vor dir, wenn ich das richtig gesehen habe am Ende. Am Ende waren es dann doch nochmal 10 Sekunden, weil er hat dann Timothy überholt. Und Timothy hat mich dann ein bisschen noch aufgehalten. Aber ich glaube, er hat mir weggefahren. Eine Zeitstrafe. Also abgerechnet am Ende auf dem Tableau war das echt noch weniger. Schon 105 Sekunden. Ich hätte sogar fast Timothy auch noch gekriegt. Wo hast du denn hier ganz am Ende mit Christa nochmal 10 Sekunden? Ich hab die Stelle gerade an, wenn du gerade in den Stream reinschauen willst. Warte, ich zeig das auch hier in dem Stream. Moment. So, ja, ich bin gerade bei dir drauf. Ich war abgelenkt vom Feuerwerk, weil ich das noch nie gesehen hatte. Zwei Sekunden. Ach so. Ja, ich hab meine Schuld. Ich hab nur gesehen, wie Christi immer näher gekommen ist auf seinen Soft. Ich war halt auch 30 und hab mir gedacht, ich lass Chris nicht vorbei. Ich dachte mir so, in der letzten Runde ist mir so egal, ich lass den halt vorbei und dann... Bist du drauf, Chris? Moment, ich mach das auch hier nochmal für den... Upsala. Für meinen Stream an. Ich guck jetzt in mein Gesicht, ich wette, man sieht, wie ich rüberschiele zum Feuerwerk. Warte. Also ich mach wieder Ton an. Screen hier. Fertig. Okay. So, dann lass mal sehen. Ach, warte mal, falsche Kurve. Da hast du die Strafe schon. Ach, shit. Vielleicht kommt das Feuerwerk. Ich hab da überhaupt nicht drauf geachtet. Ich lese oben, ich guck mir die Bestzeit an, fahre so ganz entspannt, denk mir nichts dabei. Guck, und da wollte ich reinstechen und du... Oh. Ja, okay. 10 Sekunden. Aber wie du einfach vor Gasen bleibst, kennst du nichts, einfach Gas, einfach drücken. Ja, ich war ja, so, guckst du dir oben rechts an, wie ich noch lese, so... Warte, wow, drück mal drück mal Pause gerade. Ich will auch sehen. Warte. Beziehungsweise, ja, okay, da bin da. Ja, genau am Bremspunkt, ja, das ist ja unlucky.
Alter, 70% Abnutzung. Ja, mir ging es gar nicht gut in den Kurven, mir ging es gar nicht gut. So. Glaube ich. Vor allem mit den Harten dann. Hallo. Oh nein! Eieiei. Dieser Schrei. Aber was für eine Safe-Zone, ey. Wenn du dich da an die Wand gehauen hättest, ne? Eieiei, Alter. Ja, Mann. Guck mal, wie unlucky jetzt gewesen wäre. Das hat mich so geärgert, weil ich wusste, okay, Chris kann keinen guten Punkt mehr finden, um mich zu überholen, wenn ich ein bisschen assi fahre. Hätte ich auch gemacht, ich bin ganz ehrlich. So, weißt du, natürlich letzte Runde, ich hätte drum gekämpft, jede Kurve richtig so zu nehmen, dass du nicht vorbeikommen kannst. Das wäre mein sechster Platz gewesen, aber ich bin so dumm, lass mich wie ein Vierjähriger von einem Feuerwerk, von einer Ansage und dem Text oben. Ich überlege so, oh, 1,24, oh, okay, wow, da hat der Luke eine tolle Fahrt. Schade eigentlich, ich hätte gern gesehen, ob Chris vielleicht in, da kommt doch diese relativ scharfe Links, da hätte er es nochmal probieren können. Ja, aber es, die lange Zone Linkskurve kommt dann, ja. Mhm. Wäre mit dem roten Reifen noch drin gewesen, so. Ja. Auch bei der Traktion am Ausgang wäre das drin gewesen, gerade bei 70%. Also, Alter, gehst du runter in den vierten Gang in der Kurve? Why? Digga, 75%. Ich konnte die nicht mehr im fünften nehmen. Das ging ja nicht. Gut. Ich bin ausgeschlagen im fünften. Gut, soweit habe ich die Reifen noch nie ausgefahren. Ja, ich auch nicht. Schaltest du selber, Timothy? Hä? Schaltest du selber? Ja. Was? Alter, bei wirklich E-Sport-Fahrer. Oh Mann. Bei Patrick hat schon die Hoffnung, dass er sich nochmal dreht, weil er fährt ja auch ohne ABS. In jeder Kurve, wenn du hinter ihm bist, siehst du es rauchen. Ich hab so Hoffnung gehabt, ständig, dass du dich drehst, Chris. Ich dachte mir so, ey komm, der fährt ohne ABS, der muss sich doch drehen. Vergiss es, ich habe das geübt. Also ich bin im Testlauf einmal mit Medium und dann mit Soft gefahren. Hm. Und hatte am Ende eine Reifenabnutzung von 30%, 35%. Chris, kannst du mal kurz in meinen Stream schauen? In deinen Stream? Ja. Sofort. Auf welchen Reifen bist du gestartet, Chris? Gelb. Und bist dann nach dem ersten Boxenstopp auf gelb, also auf neue gelb. Bin dann wieder gelb gefahren, genau. Das heißt, ich hatte die bessere Strategie wahrscheinlich. Was? Das heißt, meine Strategie war besser mit den harten. Denke ich auch. Ja. Okay. Aber egal, krass. Passt schon soweit. Nee, ich bin super zufrieden. Leistung, auf jeden Fall. Platz 6, top. Gut, mit denen gewesen. Hat. So, Flo war nicht dabei. Martin war wie viel da? Warte. Gute Rennen. Was ist wer nochmal? Out of order. XXXX. 12. 12. Ups, allein nicht 45. Stekel. War 10. 10. Oh, er hat einen Punkt geholt. Ja. Krebs war nicht dabei. Luke war? 8. Achter, Pacetreter war 11. Timothy war 7, richtig? Ja. Ja. Dominik? Luke ist 2. Domi war 2. Dominik 2, ja. Ja. Fritte war 3. Jawohl, ja. Zü. Abdul 0. Louis. Null. Ist nicht Welche mitgefahren, bei? Richtig? Korrekt. Ja. So, Sandro, DNF. Ja. 9. KI ist zu Ende gefahren auf 9. 9. Also, ja. Ja, dann können wir ihm die Punkte geben, oder? Irfan? Ich muss sagen. Irfan ist 11. 11. Papi. Also, Pascal. 4. 4. Adnel war nicht dabei. Benno war DNF. 13. DNF, genau. Und Patrick, der war 5. richtig? 5. Ja. Sehr gut. Oh, dir. So. Richtig. Junge, was war eigentlich mit Irfan los am Ende? Der war am Anfang mega gut. Der hatte drei Durchfahrtsstrafen. Ach so. Schade, Mann, Alter, der war voll weit vorne. Ich dachte, der macht. Warum ist Irfan hier gestrichen? Bin ich dumm? Ja. Das war eine rhetorische Frage, nein. Und schnellste Runde hatte wieder mal Pacetrader, richtig? Ja, bist du. Ja, aber ich war ist ja gestrichen. Schreibt dazu knapp. 1 Sternchen, knapp. Ich dachte. Ich wechsel Adnel immer mit Abdul. Verstehe ich. So. Dann machen wir jetzt.
noch mal ein paar Screenshots. Was war los mit der Kielflot auf der Runde mit dem Soft? Nee, also das ist meine Quali-Runde. Die war so gut. Ich hab zwar keine RS mehr, aber ich stehe so gut von der Verbesserung her. Also ich sag, ich hätte Pascal auch noch eine Runde auf Abstand gehalten. Nach, also guck mal, nach wie viel Plus ich mach. Ja, ich gucke nach oben und denk mir, oh mein Gott, geil. Gas. Wäre ein 15. Verbesserung gewesen. Ich glaube, das wäre sogar Pole oder um Pole rum. So, ich beende jetzt die, Nachbesprechung. Will jemand noch irgendwas loswerden? GG an Ferrari, mal wieder. Danke. Williams holt mal wieder? Euch noch. Also für mich ist das so ein bisschen überraschend. Ich habe sogar Platz gut gemacht. Aber ey, wenn du ins Ziel kommst, dann immer in die Punkte. Das muss man dir lassen, ja. Oder? Ist so, ne? Ganz toll. In Australien wärst du nicht in die Punkte gefahren, aber da hast du dann noch schnell das DNF gezogen. Nee, in Monza warst du nicht in Australien. Australien wärst du auch in die Punkte gekommen, stimmt. Australien war doch das Rennen, wo nur noch 10 Leute drin waren, und dann hast du DNF. Reden wir nicht drüber. Heute wurdest du 6, das war sehr gut. Boah. Sebi, du bist die nächsten 3 Wochen nicht da, richtig?